Hallo! Heute machen wir etwas, das, wenn ihr es noch nie gegessen habt, dann müsst ihr es unbedingt ausprobieren. Es ist nämlich mega einfach in der Zubereitung und wir machen heute Bao-Burgers. Und zwar sind das Burgers mit asiatischen Bao-Buns. Die werden gedämpft in so einem Körbchen. Und ich zeige euch gerade mal, wie es funktioniert. Natürlich fangen wir auch hier mit dem Teig an, weil der muss nachher noch aufgehen. Da habe ich schon mal ganz normal das Weissmehl in die Schüssel. Dann kommt ein bisschen Zucker dazu, ein bisschen Backpulver und Hefe. Und hier habe ich noch lauwarmes Wasser, das tue ich nachher noch notdürftig dazu schütten und dann das Ganze kneten in der Maschine. So, 10 Minuten sind durch. Der Teig der ist soweit fertig, der muss jetzt nur noch aufgehen. Ein Trocknungstuch drauf und dann können wir den Inhalt machen. Für die Soße habe ich hier in einem Pfändchen schon ein bisschen Sesamöl erhitzt und dann habe ich Knoblauch, ein bisschen Chili, Ingwergrübnige habe ich drin angedünstet und jetzt kommt natürlich Sojasauce drin, ein bisschen brauner Zucker, also ein bisschen ist gut, ordentlich brauner Zucker, aber es wird fein. Dann ein bisschen Reisessig, den findet ihr im Supermarkt mittlerweile oder auch im Asia-Shop. Und dann tut das Ganze einköcheln, etwa so 10 bis 15 Minuten. Und dann ist die Soße schon fertig. Wir kommen zum Fleisch. Und hier habe ich ein wunderschönes Bio-Poulet. Das ist ganz frisch, aber trotzdem schneide ich das immer auf Backpapier, weil Salmonellen und so, die kennen das Thema. Dann tue ich das in neutralem Öl etwa so 3 Minuten anbraten. Und dann kommen nachher noch frische Ingwergrübnige dazu. Die seht ihr, die ich mit der Schale reibe. Das ist Bio-Ingwer, den habe ich einfach ganz gut gewaschen. Dann kommt auch noch ein bisschen Koriander, rote Zwiebeln dazu. Und das Ganze wird noch einmal so 2 bis 3 Minuten weitergebrotet. Dann kommt das Fleisch aus der Pfanne und wird ganz klein gehackt. Und dann gebe ich es mit einer kleinen Soße wieder zurück in die Pfanne. Und so seht ihr, gibt es so eine wunderschöne Mischung. Der Teig ist jetzt eine Stunde aufgegangen. Das sieht man jetzt natürlich nicht mehr so gut. Ich habe ihn bereits schon rausgenommen. Dann baue ich 5 mm dick ausbauen, circa. Dann in Kreise ausstechen. Und dann baue ich den Teig auf einer Seite mit neutralem Öl bepinseln. Dann zuklappen zu einer Tasche. Und dann sollte die Tasche noch einmal etwa 30 Minuten aufgehen. Was ich vorher vergessen habe zu sagen, was ganz wichtig ist, wenn der Teig aufgegangen ist, dann sollte man ihn aus der Schüssel nehmen und zuerst noch einmal gut kneten und dann auswallen. Und ihr seht, auch jetzt habe ich hier schon ausgestochen. Den Rest kneten ich noch einmal gut zusammen, noch einmal auswallen und dann wird das Ganze super. Schaut mal die schönen Halbmündchen an, die sind schon richtig fluffig geworden. Die kommen jetzt in mein Bambuskörbchen. Das habe ich in einem Asialaden gekauft, ganz günstig. Und jetzt wird das Ganze dämpft. Und zwar habe ich hier einfach eine Pfanne, die etwa gleich gross ist wie ein Körbchen, mit ein bisschen Wasser gefüllt. Das habe ich zuerst zum Kochen gebracht, dann nur noch auf ein Köcheln reduzieren. Dann kommt das Bambuskörbchen drauf und dann müsst ihr ganz etwa 10 bis 12 Minuten dämpfen. Wir können aber jetzt zum Beispiel auch das Ganze im Steamer machen oder eine Pfanne nehmen mit einem Siebeinsatz und so dämpfen. Die Bao-Buns sind jetzt gerade fertig gedämpft und damit alles schön heiß ist, und jetzt die Füllung noch einmal erwärmen. Also das Poulet, und wenn das Poulet ganz heiß ist, tue ich einfach noch die Rüebli rein. Dann ist die Mischung fertig und dann werden die Buns mit allem gefüllt, was fein ist. Mit feinem Rotkohl, geschnittenem Rohem, mit unserer Mischung natürlich, mit dem Poulet. Und da möchte ich auch noch eine zusätzliche Soße rein tun. Und für mich gehört auch immer noch ganz viel Koriander drin. Natürlich könnte man diese Buns auch mit Schweinebauch füllen oder mit einer komplett veganen Mischung, was einem gelustet. Ich liebe es einfach so. Das Rezept findet ihr wie immer im Link unter dem Video. Und jetzt tschüss zusammen, ich will essen.